Lisa Eckert, was finden Sie lustig? Das Absurde. Worüber darf nicht gelacht werden? Was ich nicht als kränkend und schmerzhaft empfinde. Was soll dereinst auf Ihrem Grabstein stehen? Viel. Wie lauten die besten Zeilen, die Sie je geschrieben haben? Das übersteigt hier definitiv den Rahmen. In welchen Bereichen frönen Sie der Maßlosigkeit? Wie man ganz eindeutig sieht, der Völlerei. Wie hat sie ihre Großmutter genannt früher? Flitscherl. Was hier so viel, ich glaube, Flittchen haben sie auch, was sehr seltsam ist, diese Sexualisierung von Fünfjährigen, aber ich habe das bis heute nicht hinterfragt. Wofür geben Sie zu viel Geld aus? Ich gebe für nichts zu viel Geld aus. Ich gebe wahnsinnig viel Geld für Essen aus. Das ist, glaube ich, das größte finanzielle Laster. Was haben Sie von Ihrer Großmutter gelernt? Langsamkeit. Wenn Ihr Leben verfilmt wird, wer spielt die Hauptrolle? Helge Schneider. Leider. Was verstehen Sie unter Glück? Glück ist für mich eine Sklavenkategorie. Das ist ein Trostpreis für diejenigen, denen man nicht die ökonomischen Ressourcen geben will, die sie eigentlich verdienen. Sind Sie glücklich? Ich bin nicht unglücklich. Anständige Österreicherinnen tun was? Sie hassen Deutsche. Dieser Duft weckt Emotionen in Ihnen. Urin, weil es der Duft von Paris in der U-Bahn war, den ich immer als sehr heimelig empfand. Ihr Lieblingszungenbrecher? Ah. Nein, so etwas habe ich nicht. Gibt es Vorurteile über Schweizer, die Sie kennen? Ja, sehr viele. Ihre Neutralität, die Sie damit schon schmählich bewiesen haben, dass Sie mich hier eingeladen haben. Ich mag keine sozialen Medien, weil... Weil Sie die Menschen nachweislich unglücklich und leider auch ein bisschen, geistig beschränkt gestalten. Braucht es Humor für die Ehe? Definitiv, aber ich glaube, Humor braucht es für alles.